Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und wie ihr seht, bin ich jetzt wieder in, wo bin ich? Celadon City. Celadon City. Und, ja. Ich habe hier was entdeckt, das, ich bin der Meinung, das war da vorher nicht. Also, sorry, aber, guck mal hier. Ich bin der Meinung, hier waren Bäume im Weg. Und jetzt bin ich hier gerade lang gegangen, habe gegen den gekämpft. Okay, war jetzt nichts Berauschendes, ne? Habt ihr jetzt leider verpasst sozusagen. Aber, und bevor ich das jetzt auch noch mache, wollte ich euch unbedingt dazu holen. Übrigens war hier rechts unten ein Great Ball, also ein Superball, aber gut. Nicht so wichtig. Die da oben labert irgendeine Scheiße, also die bringt auch nichts. Aber hier kommt man jetzt lang, seht ihr das? Da kommt man. Hier, gut, zu Jesse und James komme ich nicht, aber zu dem Typen. Oh, Reds, you have to defeat Giovanni. I'm gonna run now. Bye bye, go. Okay. Und jetzt können wir hier gegen Jesse und James kämpfen, oder? Oder auch nicht. Da sind schon wieder so rote. Immer wenn die so rot sind, kannst du da eh nichts reißen irgendwie. Naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt auch rausfinden, wie wir das U-Bahn-System freischalten. Das muss irgendwo in Saffron City sein. Und in Saffron City haben wir uns ja sowieso nicht so mega großartig umgeguckt. Aber bevor wir da jetzt hingehen, müssen wir noch eine andere Sache kurz erledigen. Und zwar möchte ich gegen die Bitches in der Arena nochmal kämpfen. Denn wir müssen unbedingt stärker werden, weil ihr habt ja selber gesehen, was beim Mewtwo passiert ist und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hat uns zerberstet und gegen die kämpfe ich jetzt schon zum dritten Mal. Also die sind schon nicht ohne, wobei die trotzdem keine Chance haben dürfen gegen uns. Guck mal, das überlebt sogar. Ja. Giga Drain ist sehr effektiv. Alter, okay, das ist wirklich nicht ohne. Wie gesagt, nicht zu unterschätzen, aber ich habe es unterschätzt. So, 7000 Erfahrung bringt das auch. Also ist nicht übel. So, nehmen wir gleich die nächste. Jetzt setzen wir nur noch Earthquake ein. Sonst ficken die uns direkt. Hau. Oh. Okay, das hat aber auch nicht so viel gebracht. Na, was bringt das an Erfahrung? 9200, ist auch nicht ohne. Oh. Ja, das war's, oder? Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch, das war ja richtig gut. Na egal, den Rest macht dann halt Relaxo. Ich glaube, Relaxo wird sowieso der wichtigste gegen Mewtwo. So. Wie viel Leben hat überhaupt Golem? 166. Boah, ist okay. Ist okay. Oh, es wird ein One-Hit hier. Und 15000 Erfahrungspunkte. Läuft. Also seht ihr, wenn man hier doppelt hinkommt, dann bringt das schon ordentlich was. Ich meine, 15000 Erfahrungspunkte. Das gibt jetzt zu diesem Zeitpunkt kaum noch jemand. Vor allem, weil wir jetzt ja gar keine Arena... wir haben ja jetzt gar keine Trainer mehr, die wir besiegen können, sage ich mal. Bevor wir dann uns nochmal Giovanni stellen. Das müssen wir im Prinzip gegen Mewtwo schaffen. Wir müssen es paralysiert bekommen. Mit Relaxo. Und dann werden wir es auch besiegen. Ich denke mal, wir werden Relaxo Stufe 70 oder 80 brauchen. Dann hauen wir Giovanni weg. So. Haben wir das auch.
geklärt. Stufe 63. Ich wünschte, ich könnte gegen die Arena-Leiter auch noch ein zweites Mal kämpfen. Das wäre sinnvoll. Ach so, falls irgendjemand von euch weiß, wo, bei welchem Heini konnte man Dick kaufen? Also Schaufler. Das würde ich gerne nochmal wissen, weil ich würde es lieber Geowatz beibringen und Shiftree soll dafür Blitz haben, weil das kein anderer in meinem Team kann. Blitz. So, wir können jetzt nochmal gucken, ob wir irgendwie das U-Bahn-System, das S-Bahn, U-Bahn, wie auch immer, System zum Laufen bekommen, indem wir in Saffron City nochmal alle durchfragen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es direkt im Poké-Center liegt, hapert. Okay, Manager von Saffron City. Who is the fucking manager of Saffron City? Okay, nicht interessant. Guildmaster, ja, die bringen auch beide nix. Ich war auch der Meinung, wir hätten den Manager schon gerettet, sozusagen. Also das ist doch der gewesen, der da in diesem Turm ganz oben war. Also weiß ich jetzt auch nicht, was ich da noch machen soll. So, hier. Ah, hier ist der Subway Manager. Warte mal. Yes, I'm the sub, but it doesn't work now because we have no money. Yeah. You see, your greatest sponsor, Jockey, has some with his farm, so he can't send any money. There's nothing. Help him. He's on Road 16. Da ist Road 16. Okay. Warte mal, bei dem war ich schon mal. Ich weiß auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, was der wollte, aber irgendwas wollte der von mir. Vielleicht war es ein Pokémon. Schauen wir nochmal rein. Gucken wir nochmal dahin. Und wir können danach sowieso die Fahrradstrecke nochmal durchtrainieren, aber das werde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen, weil das ist Training, Leute. Training is not interesting. Oh. Die will direkt erstmal fighten, oder was? Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, gegen die kann man auch alle nochmal gut kämpfen. Die haben gut was drauf. Da ist Jockey. Okay, eigentlich müssten wir seinen Bruder finden. Na toll, ey. Och, Leute, wenn ihr wisst, was die Lösung für das ganze Scheißproblem ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ich werde jetzt erstmal hier nochmal eine Runde trainieren. Also sage ich erstmal, bleibt stabil und bis zur nächsten Folge. Ciao!